Diese Fliesen sind 152 Jahre alt. Als Sie Schloss Düneck vor 2 Jahren gekauft haben, stand es bereits 10 Jahre leer. Na, unser erster Eindruck hier war gruselig, denn hier war Teppichboden verklebt auf diesem wunderbaren alten Fliesenboden, der leider auch halb zerstört war. Man muss da so ein bisschen Vorstellungsvermögen auch haben, weil wir haben hier drin wirklich Latexfarben gefunden, abgehängte Decken, also wirklich Zugänge waren zugemauert. Und dann haben wir schon gesagt, okay, das ist ein Projekt für uns. Die Verlobte des letzten Besitzers hatte hier mit ihrer Familie gewohnt. Hier haben wir 10 Farbschichten entfernen müssen. Und die letzte Schicht, die wir gefunden haben, ist original. Das ist das pompeianische Rot aus 1871. Das Blau kam dann ungefähr 20 Jahre später. Und wir haben uns entschieden, dass wir das so hier belassen in diesem Saal, weil wir einfach finden, dass das die ganze Historie wirklich rüberbringt. Ja, und insofern erhalten wir diesen Raum. Das sind die Bilderleisten, ja, die noch markieren, wo man früher die Gemälde gehängt hat. Jetzt hängt hier moderne Kunst. Der Bauherr stammte aus Uetersen, lebte damals in den USA. Michael Lienau war durch den Handel mit französischen Weinen reich geworden. Seinen Lebensabend wollte er mit seiner Frau Sarah aber zu Hause verbringen. Er beauftragte seinen Bruder 1870 mit dem Bau des Herrenhauses in Morege. Detlef Lienau war damals in den USA der bedeutendste Architekt seiner Zeit und hatte schon zahlreiche Villen, sogenannte Mansions, an der US-Ostküste gebaut. Die originalen Baupläne zu Schloss Düneck liegen in einem Archiv der Columbia University in den USA. Wir haben das große Glück gehabt, eben gleich nach dem Kauf schon die Pläne aus New York zu bekommen und konnten dann den Abgleich machen mit dem, was in 150 Jahren verbaut worden ist. Ihr Geld verdienen die beiden mit Projektentwicklungen und Start-ups. Was Restaurierung und Ausstattung von Schloss Düneck gekostet haben, darüber reden sie nicht. Aber allein für diesen Kronleuchter aus Murano-Glas haben sie 15.000 Euro bezahlt. 75 Handwerkerinnen und Handwerker haben 1 Jahr lang restauriert, konnten alle Originalfenster erhalten. Spezialisten haben die Böden und Schiebetüren aufgearbeitet. Man hat viktorianische Elemente, französische Elemente drin. Chateau-Stil, ja, genau. Und gleichzeitig aber diese Kanonenrohre, die oben hervorgucken, wie aus einem Science-Fiction-Film. Seit einer Woche leben sie hier. Jetzt haben sie den gleichen Ausblick wie die Lienaus vor 150 Jahren. Also Michael Lienau kommt ja ursprünglich aus Uetersen, gleich gegenüber. Und selbstverständlich wollte er einen Blick auf seine Heimatstadt haben. Und deshalb hat er das Schloss so rum orientiert. Und man hat ja auch einen ganz fantastischen Blick auf das Adligenkloster von Uetersen. Draußen und drinnen. 40 Kunstwerke von 20 Künstlerinnen und Künstlern. Von gestern auf heute haben sie hier übernachtet. Gleich ist Abreise. Es war immer ein Haus voller Gäste und Menschen. Hier war immer Musik, also hier war immer Literatur. Und Menschen haben hier verkehrt, uns wurde debattiert. Und es gab damals schon die Salonkultur, die wir wieder aufleben möchten. Morgen öffnen sie den Skulpturenpark und die Belle Etage von Schloss Düneck für die Öffentlichkeit. 250 Karten haben sie schon verkauft. 5 junge Musikerinnen spielen dann verteilt auf dem Gelände klassische Musik.